Schauen wir uns jetzt an, wie sich elektromagnetische Störungen in unserem System ausbreiten oder auch außerhalb zwischen verschiedenen Systemen wechseln können. Wir sprechen dann ganz allgemein von sogenannten Koppelmechanismen und wir unterscheiden vier verschiedene Kopplungsarten. Das eine ist die galvanische Kopplung, induktive Kopplung, kapazitive Kopplung und die elektromagnetische Kopplung. Beginnen wir noch einmal mit unserer Störquelle, also woher kommen die Störungen? Wir konnten eine ganze Reihe an Störquellen definieren, zum Beispiel unseren Pulsgenerator, die Anregung verschiedener Schwingkreise und so weiter. So, diese Störungen breiten sich jetzt aus. Sie breiten sich innerhalb des Gerätes aus oder sie finden einen Weg nach außen. Und genau dieser Weg oder diese Ausbreitung nennen wir dann den Koppelmechanismus. Die Störung findet über die Kopplung jetzt dann typischerweise einen Empfänger. Und der Empfänger ist entsprechend störfest genug, dass an ihm sozusagen die Störungen, welche über die Kopplung kommen, abprallen oder er lässt sich beeinflussen. Hier noch einmal die mathematische Beschreibung, wie wir sie schon gesehen haben. Insbesondere mit der Möglichkeit der Beschreibung der Signale im Frequenzbereich können wir ganz durch eine einfache Multiplikation die Koppelmechanismen auch mathematisch beschreiben. Das heißt, unser Störspektrum, hier dargestellt FQ für Quelle, im Frequenzbereich wird multipliziert mit dem Koppelmechanismus. Klassischerweise, wenn Sie an einen Filter denken, Filter ist auch ein Koppelmechanismus. Unsere Übertragungsfunktion H von Omega haben wir die immer genannt. Und wir treffen dann auf einen Störempfänger, welcher vielleicht auch nochmal eine verschiedene Empfangsschwellen hat, Übertragungsfunktion und erhalten so dann die resultierende Störung. Schauen wir noch einmal ins Gehäuse unseres OBC-Ladegerätes. Also genau so ein Ladegerät, wie wir uns das vorher zusammen am Blockschaltbild überlegt haben. Auf den ersten Blick fällt auf, viele lose Kabel. Ich laufe über verschiedene Blöcke mit den Leitungen hinweg. Das heißt, ideale Bedingungen, dass sich Störungen zwischen den einzelnen Leitungsverbindungen ausbreiten können. Bereits schon angedeutet im ersten Kapitel, wir sehen auch viele Maßnahmen, die nachträglich in dieses Gerät integriert wurden. Zum Beispiel diese Ferritkerne, also nachträglich angebrachte Leitungsfilter, welche über einzelne Leitungen gestülpt wurden. Koppelmechanismen lassen sich in zwei unterschiedliche Themenfelder eingruppieren. Das eine sind die leitungsgebundenen Kopplungen, das andere sind die feldgebundenen Kopplungen. Bei den leitungsgebundenen Kopplungen sprechen wir auch von sogenannten galvanischen Kopplungen. Das bedeutet, es gibt eine direkte leitfähige Verbindung zwischen den Systemen. Klassischerweise gemeinsame Masseleitungen, gemeinsame Versorgungsleitungen. Bei der feldgebundenen Kopplung können wir differenzieren zwischen kapazitiver Kopplung, das heißt über ein elektrisches Feld, über die induktive Kopplung, magnetisches Feld, oder die elektromagnetische Kopplung, das bedeutet über eine elektromagnetische Welle. Diese vier Übertragungsmöglichkeiten kennen wir, oder wir kennen noch mehr, aber beschreiben die Übertragung von der Störquelle zur Störsenke im allgemeinen Fall. Leitungsgebundene Kopplungen entstehen immer dann, wenn verschiedene Verbraucher oder Systeme sich gemeinsame Leitungen teilen. Der Klassiker kennen Sie vielleicht, schalten Sie morgens den Wasserkocher an, ein Verbraucher mit hoher Anschlussleistung, dann flackert das Licht kurz. Hier, wir teilen uns eine gemeinsame Leitung, vielleicht vom Keller, also vom Hausanschluss bis zur Küche. Zeichnen wir mal das generelle Ersatzschaltbild für diese Situation. Wir haben unseren Hausanschluss oder jetzt im Keller die Verteilung, gehen als erstes zum Licht in der Küche, das ist als erstes da. Und dann schalten wir zusätzlich noch unseren Verbraucher, den Wasserkocher an. Ich mache mal RW. Und wir sehen, beide Verbraucher benutzen klar die gleiche Zuleitung, sonst müsste ich separat anfahren und sind entsprechend parallel geschalten.
Zeichnen wir jetzt noch einen Widerstand mit hinzu. Jedes Stückchen Leitung hat natürlich Übergangswiderstände, also Leitungswiderstände, RL, spezifische Widerstand von unserem Hausanschlusskabel oder unserem typischen NYM-Kabel. Dann stellen wir fest, natürlich, wenn es der Wasserkocher anfängt, 10 Ampere zu ziehen, hier fällt eine Spannung ab, also hier fließt das Strom I Wasserkocher und dann fällt natürlich hier eine Spannung ab über entlang unserer Leitung. Nicht nur einmal, natürlich zweimal auch für den Rückpfad. Soweit nicht schlimm, aber wir stellen fest, hier fällt die gleiche Spannung ab an dieser Stelle. Das bedeutet, wenn ich jetzt die Masche bilde für unseren Lichtkreis, das ist unsere Masche, dann ergibt sich hier daraus, wir haben hier die 32 Volt effektive Anschlussspannung minus den Leitungswiderstand mal den Strom, welcher der Wasserkocher zieht, und das zweimal für Hinleitung und Rückleitung, und dementsprechend geringer wird diese Spannung hier für unsere Lampe Ulan. Das ist die Ursache, warum es flackert. Wir nennen das ganz generell leitungsgebundene Störungen oder Kopplung. Dieses Phänomen ist erstmal unabhängig von der Frequenz. Es passiert genau gleich mit DC oder mit unserem 50 Hertz System. Wir haben auch das Problem im Fahrzeug, also klassische Fahrzeug-Anschlusstechnik. Auch dort bekommen wir die gleiche Situation, Spannungsabfälle entlang unserer Leitung. Jedoch, je höher die Frequenz, desto schwieriger, desto problematischer wird die ganze Sache. Warum? Weil wir wissen, jedes Stückchen Draht enthält auch eine Induktivität. Je länger die Leitung, desto größer die Induktivität L. Und L ist ca. abgeschätzt entspricht 1 Mikrohenry je Meter Leitungslänge. Zu Hause kommen da schon mal 10, 20, 50 Meter zusammen, bis wir in der Küche sind. Je nachdem, wo ihr Verteilerkasten ist, im Fahrzeug typischerweise 5 Meter eine Richtung, 5 Meter zurück. Das heißt, wir haben Größenordnung im Bereich mehrerer Mikrohenry, das ist schon eine Induktivität, welche in der Leistungselektronik als funktionale Spule oder Drossel verwendet wird. Gut, und jetzt lassen wir aber zusätzlich noch einen hochfrequenten Störstrom fließen. Im Kraftfahrzeug wäre die Situation die, ich zeige das Bild nochmal neu fürs Fahrzeug, unsere 12 Volt Batterie. So, und jetzt haben wir hier ein Leitungswiderstand, wir haben Leitungsinduktivität, ZL mit der Impedanz. Hier ist jetzt ein Verbraucher 1, RV1. Halt, unten habe ich das gleiche nochmal. Dann haben wir hier oben wieder eine Leitung, das 112, ZL2. Und hier hinten ist jetzt ein Motor zum Beispiel. Und dieser Motor generiert mir einen Rippelstrom. Das heißt, wir haben jetzt keinen DC, sondern wir haben einen hochfrequenten Rippel auf unseren Leitungen. Und jetzt sehen wir, dieses ZL, was wir hier generieren, ist ganz generell Omega mal L. Omega steckt 2 Pi mal F. Das bedeutet, je höher jetzt hier der Rippelanteil, welchen wir auch über unser Fahrzeugbordnetz lasten, desto größer ist die Impedanz der einzelnen Spulen, der Leitungsinduktivität, desto größer ist der resultierende Spannungsabfall entlang unserer Leitung. Gut, es gibt eine relativ sehr simple Lösung, diese galvanische Kopplung zu reduzieren. Klar, ich fahre jetzt nicht mit dem Parallelverbund, sondern was ich mache, ich nehme jetzt meine Anschlussquelle, bleiben wir mal beim Fahrzeug, und dann schließe ich halt meinen Verbraucher hier an. Das ist mein R-Verbraucher. Und ich nehme jetzt eine zweite Leitung und gehe hier auf meinen zweiten Verbraucher oder auf meinen Motor. Sie sehen aber schon das Problem an dieser ganzen Sache. Klar, hier habe ich jetzt wieder L und Rs. Unten natürlich auch, ich fasse es jetzt mal nur in einem Wert zusammen, L und R, aber der Verkabelungsaufwand, der Leitungsaufwand,
der wird massiv größer. Zu Hause gönnen wir uns diesen Luxus nicht. Ja, meist wird die Küche mit einer Versorgungsleitung angefahren, zumindest war es bisher üblich so. Das heißt, der Wasserkocher und das Licht hängen ganz oft zusammen auf einer Absicherung und wir leben einfach mit diesem kurzen Spannungseinbruch mit dem Lichtflackern, wenn wir den Verbraucher aktivieren. Im Fahrzeug ist unterschiedlich, hängt davon ab, vom Fahrzeughersteller wird es akzeptiert, dieser Spannungseinbruch, können andere Geräte damit leben. Oftmals ist es bei uns die Problematik, eher bei der Masseverbindung, Masseverbindung im Kraftfahrzeug insbesondere, dort haben wir eine gemeinsame Masserückleitung über Chassis, beziehungsweise einzelne Bolzen fahren dann die Masseleitungen zusammen. Meist bekommt die Steuergeräte die Plusversorgung so oder so separat zugeteilt. Das heißt, man muss sich das entsprechend je nach Situation genau anschauen. Auch im Blockschaltbild, das heißt, wenn wir eine EMV-Bewertung machen, immer kritisch schauen, gibt es die Möglichkeit einer galvanischen Kopplung zwischen zwei Subsystemen. Das heißt, ich habe einen Stromfluss und die könnten sich gegenseitig beeinflussen. Gut, es geht nicht nur darum, dass ich die Spannungsabfälle habe, entsprechend auf meiner Leitung. Wir sehen hier, wenn ein Motor ist, hochfrequent, das Stromsignal, dieses hochfrequente Stromsignal, das sehen wir dann natürlich auch hier verursacht über den Spannungsabfall auf dieser Leitung. Das heißt, dieser Verbraucher U wird jetzt plötzlich, diese Verbraucherspannung, U-Verbraucher, wird jetzt plötzlich ebenfalls einen Spannungsrippel aufweisen, genau mit dieser Frequenz generiert durch den Stromrippel des Motors. Gut, was können wir tun? Um es nochmal zusammenzufassen, also sternförmige Anbindung, also Abhilfe, sternförmige Anbindung aller Komponenten, dann können wir die Leiterquerschnitte erhöhen, wenn es denn nicht geht. Leiterquerschnitte erhöhen oder was wir auch machen können, ist, um zumindest den induktiven Anteil, oder hier sehen wir nochmal einen induktiven Anteil zu reduzieren. Wir können dafür sorgen, dass auf den Versorgungsleitungen keine hochfrequenten Ströme unterwegs sind. Also Versorgungsleitungen auf Nutzfrequenz bzw. DC filtern. Das bedeutet dafür zu sorgen, dass keine Restwelligkeit auf unserer Versorgungsleitung, also einer DC-Versorgungsleitung vorhanden ist. Im AC-Versorgungsnetz zu Hause bedeutet dies, nur die 50 Hertz Nutzfrequenz sind oder sollten dort vorhanden sein. Sie möchten zu Hause eine neue Lampe fürs Wohnzimmer oder in der Küche montieren, dann haben Sie vielleicht dieses Werkzeug benutzt. Ich zeige es halt mal in die Kamera. Im Baumarkt verkauft als sogenannter Phasenprüfer und dieser Phasenprüfer macht nichts anderes. Wir gehen damit an die Leitung ran, halten hinten unseren Zeigefinger an die Kontaktfläche und sobald die Glühlampe anfängt zu leuchten, wissen wir, Phase ist vorhanden. Was wir hier machen ist, wir bauen mit unserem Körperwiderstand und diesem kleinen Widerstand innen drin, im Phasenprüfer, einfach einen Spannungsteiler auf und wir können so die Spannung detektieren. Vielleicht ist es Ihnen aber auch schon mal aufgekommen, dass diese Teile lügen. Wir hängen die neue Lampe auf oder versuchen die neue Lampe aufzuhängen und gehen dann in den Sicherungskasten, um ganz sicher zu sein und deaktivieren alle Sicherungen für diesen Raum, aber gehen dann hoch an zur Decke und stellen fest, dieses Ding zeigt mir immer noch was an. Vielleicht leuchtet es nicht so stark wie vorhin, aber plötzlich, ich sehe immer noch, da muss eine Spannung anliegen. Und da liegt auch eine Spannung an, obwohl alle Sicherungen deaktiviert wurden.
Jetzt, woher kommt dieser Effekt? Dieser Effekt ist direkt zurückzuführen auf die kapazitive Kopplung innerhalb unserer Hausanschlusstechnik. Schauen wir uns noch genauer an, was passiert. Bei der kapazitiven Kopplung existiert ein Stromkreis 1. Und dieser Stromkreis 1, der versorgt irgendwo im Haus oder auf unserer Platine in unserem System einen Verbraucher. Uns interessiert es gar nicht, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, hier herrscht eine Spannung, erzeugt ein elektrisches Feld. Also in unserem Beispiel AC 32 Volt, 50 Hertz. So. Parallel dazu, weil es so schön einfach ist, besonders zu Hause oder auch im industriellen Bereich, es gibt schon Kabelbritschen oder zu Hause, es gibt schon Leerrohre, es gibt schon Kabelschächte, die gespitzt wurden, dann lege ich ein zweites und ein drittes Kabel mit rein. Kein Problem. Allerdings, das Problematik entsteht jetzt folgendes: Dadurch, ich habe hier eine ziemlich lange gemeinsame Strecke. Es ist unser zweites Kabel und dieses zweite Kabel, wir wissen, zwischen allen, zwischen zwei unterschiedlichen Potentialdifferenzen bildet sich eine Kapazität aus. Die nehmen wir mal mit dazu. Das heißt, wir haben hier eine Kapazität zwischen unseren zwei Systemen. So, und ich habe hier natürlich einen Verbraucher oder ein abgeschlossenes System. Wir schauen jetzt einfach mal, was passiert. Wir nehmen stellvertretend hier einen Widerstand RE, eine Kapazität, auch hier gegen die Referenzmasse, die könnte ich aber machen, hier zusammenführen. Dann kriegt unser Kondensator, hier unsere ungewollte parasitäre Koppelkapazität, noch einen Namen C12. So. Und das wäre jetzt stellvertretend für die Leitung, welche wir mit einer neuen Lampe versorgen wollen. Also wir messen hier hinten am Anschluss mit unserem Phasenprüfer. RE steht für, der kann ziemlich hochohmig sein natürlich, eine Kapazität CE, die haben wir immer, das wäre dann die Kapazität von unserer Leitung zur Masse. Ist natürlich nur stellvertretend. Vielleicht sind hier RE und CE die Eingangsbeschaltung eines Temperatursensors, welcher Sie zu Hause verbauen oder irgendwo in unserem System integriert ist. Die spannende Frage ist jetzt, hier unten habe ich keinerlei Spannungsanregung, von hier hinten kommt nichts. Wir haben ja die Sicherungen deaktiviert oder rausgenommen. Die Frage, welche Störspannung zu unserem Referenzpotenzial, was ich ja bin letztendlich, oder unsere umgebende Massefläche zu Hause, welche Störspannung, U-Stör, existiert jetzt an diesem Punkt und ist die wirklich so groß, dass unser Phasenprüfer ansprechen kann? Überprüfen wir das mal. Dadurch, dass wir anregen mit einer Wechselspannung oder Wechselstrom, muss ich jetzt natürlich in der komplexen Wechselstromrechnung bleiben. So, U-Stör, ich nenne ihn, damit wir es genauer bezeichnen können, diese Spannungsquelle U1. Und man sieht es nicht genau, ich zeige es nochmal um. Wir könnten sagen, hier oben, das ist unser Widerstand Z1. Hier unten die zwei Widerstände fasse ich zusammen zu Z2. Und dann gibt sich unser U-Stör zu U1 einfach als Spannungsteiler aus diesen zwei komplexen Widerständen. Das heißt, es ist der Z2 geteilt durch Z1 plus Z2. So, jetzt tief in die Trickkiste unserer Elektrotechnik-Vorlesung. Z1 relativ einfach zu beschreiben. Z1 und jetzt als komplexe Größe, müsste ich eigentlich hier als alles anführen. Z1 ist gleich 1 durch J Omega C12. Z2, na hier weiter, Z2 Komplex ist gleich, so und jetzt haben wir eine Parallelschaltung aus dem Widerstand und der Kapazität, das heißt, ich habe 1 durch die Leitwerte, also 1 durch RE plus J Omega CE. Genau. Ich bringe jetzt die untere Gleichung
auf den gleichen Nenner, sodass ich Z2 als geschlossene Gleichung darstellen kann und ich erhalte dann für Z2 RE geteilt durch 1 plus J Omega CE mal RE. So. Und jetzt habe ich eine geschlossene Lösung für beide Widerstände. Ich setze das hier jetzt ein in unsere Gesamtgleichung. Dann erhalten wir U Stör geteilt durch U1 ist gleich jetzt Z2. Z2 ist RE geteilt durch 1 plus J Omega CE mal RE. Großer Bruch geteilt durch Z1 ist ja 1 durch J Omega C12 plus, und jetzt nochmal der Z2, der große Bruch 1 plus J Omega CE mal RE, der große Term, Entschuldigung. So, wenn wir jetzt hingehen und das alles vereinfachen, dann erhalten wir als Gleichung U Stör geteilt durch U1 ist gleich, das muss ich abschreiben, das kann ich auch nicht im Kopf, ist J Omega C1 mal RE geteilt durch 1 plus J Omega CE mal RE plus J Omega C1 mal RE. Und das ist unsere Lösung für unsere Störspannung U Stör. Die können wir jetzt ganz einfach berechnen. Es muss gegeben sein, die Frequenz Omega. Ich brauche die C1, C2 hat sich da eingeschlichen, muss heißen C1, C2. So, dann brauche ich die Komponente der Koppelkapazität C1, C2. Ich brauche den Widerstand RE und meine Kapazität CE an unserem störenden Kreis oder in dem gestörten Kreis. Und genau, schauen wir uns an, was passiert. Wie können wir jetzt die Störungen reduzieren? Die Störungen reduzieren, also U-Stör, also Reduktion von U-Stör. Was kann ich tun? Als erster Schritt sehen wir, das Omega, also die Frequenz, steht direkt im Zähler. Das heißt ganz einfach, ich kann Omega klein wählen. Wir sehen, bei DC haben wir überhaupt gar kein Problem. Galvanische Kupplung entsteht in dem Fall nur für Frequenzen größer f gleich 0. So, dann als zweites kann ich natürlich oben direkt auch im Nummer C12 reduzieren. Und C12 war ja die Kupplung reduzieren. Jetzt, wie reduziere ich die Kupplung? Achtung, also Frequenz. Das schreibe ich hier noch hinzu, Frequenz reduzieren, dann C12 Kupplung reduzieren. Wie können wir die Kupplung reduzieren? Wir gehen einfach hin und wählen unterschiedliche Leitungspfade. Damit ist die Kupplung minimal. Das heißt, wir müssen unterschiedliche Wege gehen. Ja, deshalb wichtig, industriellen Bereich oder unsere Leiterkarte oder innerhalb des Gehäuses keine Leitungen parallel führen zu kritischen Leitungen, bei denen ich weiß, auf denen können hohe Störpotenzial vorherrschen. Ja. Zu Hause ist es natürlich nicht weiter schlimm. Ja. Diese Störeinkopplung, die erzeugen ansonsten keinerlei Probleme. Also, Kupplung reduzieren, unterschiedliche Wege fahren, Abstand halten sozusagen. So, was können wir noch tun? Wir können RE reduzieren. RE steht auch im Zähler, das heißt, wenn wir RE reduzieren, hier unten gibt es noch den Term 1, deshalb funktioniert es super. RE reduzieren, und es geht eigentlich relativ simpel. Wir sprechen da davon, wir brauchen eine niederohmige Schaltungstechnik. Das bedeutet, wenn wir einen
zum Beispiel einen Sensor verwenden, dann müssen wir idealerweise dazu schauen, dass ein relativ geringer Widerstand vorherrscht. Im Umkehrschluss bedeutet es natürlich für die Funktion, da fließt ein relativ hoher Strom. Und vielleicht sagt Ihnen der Begriff Signal zu Rauschabstand etwas. Wir erhöhen sozusagen die Signalstärke in den Stromfluss und lassen uns dementsprechend weniger stören. Also, niederohmige Schaltungstechnik. So, dann haben wir noch einen anderen Trick, den wir machen können. Und zwar gehen wir jetzt mal hin und untersuchen noch den Widerstand, die Kapazität CE. Ich gehe mal auf die nächste Seite. Dazu schauen wir uns jetzt zuerst an, was passiert, wenn die Frequenz sehr groß wird. Also, ich arbeite nicht wie gewünscht mit sehr kleinen Frequenzen, sondern wir überlegen uns, was passiert für sehr hohe Frequenzen. Also, F geht gegen unendlich, dann können wir unseren Term wählen, können sagen, den Limes F gegen unendlich von U Stör zu, wir haben es gesagt, U1. Und da erhalten wir gleich C12 geteilt durch CE. Plus C12, ich zeige es hier nochmal klein, das war C12, ging hier auf unser zweites System. Und hier war der CE parallel diesem RE. So, und hier ist unser U-Stör. Gut, und was sehen wir? Wir erhalten einen kapazitiven Spannungsteiler, wenn die Frequenz gegen unendlich geht. Warum? Wenn die Frequenz gegen unendlich geht, dann werden entsprechend die Einzelimpedanzen so klein, dass dieser RE verschwindet bzw. keine Rolle mehr spielt. Aber wir sehen jetzt sehr schön, welcher Einfluss der CE hat, also die Kapazität in unserem gestörten System. Wir sehen, je größer CE, also die Kapazität, desto geringer ist die Störspannung. Also CE groß wird die Störspannung, U-Stör klein. Das heißt, man könnte auch sagen, ja, wir filtern unser System, unser zweites System, die Störungen hier raus, schließen die Störungen kurz. Man könnte auch sagen, es ist ein Filter erster Ordnung. Also hohe Kapazität. Das ist quasi. U-Stör wird unterdrückt. Ähnlich einem Filter oder Filterwirkung. Ja. Also, das sind unsere Möglichkeiten, die wir haben. Bitte schauen Sie sich die Rechnung und die Maßnahmen, um die kapazitive Kopplung zu reduzieren, noch einmal genau an. Es kann gut sein, dass ich Sie in der Prüfung bitte, genau diese Gleichung zur kapazitiven Kopplung unseres Systems herzuleiten. Berechnen wir jetzt, welche Spannung denn wirklich bei unserem Phasenprüfer an der Leitung auftritt, obwohl die Sicherung zu Hause deaktiviert ist für diesen Raum. Nehmen wir als Beispiel die Werte an, welche sich aus der Kopplung ergeben. Klar, wir haben irgendwo eine Leitung, die liegt nahe unserer betrachteten Leitung mit einer AC 50 Hz 230 Volt RMS Versorgung. Diese Leitung, die koppelt jetzt auf unsere deaktivierte Leitung mit C12 ein und ich schätze jetzt mal C12 aufgrund der Leitungslänge zu 100 Picofarad, was nicht keine besonders große Kapazität ist. So gilt's. So, dann haben wir natürlich dieselbe Sicherung, dieselbe Versorgung, aber der Schalter ist geöffnet, oder? Das wäre die eine Sicherung, wo wir für unseren Raum abklemmen. Aber was nach wie vor vorhanden ist, wir haben Ableitwiderstände, der sei jetzt
entsprechend hochohmig, weil es ist ja nichts angeschlossen. Wir sagen mal, das nur meine Berechnung hier 10 Megaohm angenommen, 10 Megaohm, also sehr hochohmig. Und jetzt eine zweite Kapazität unserer Leitung gegen die Referenzmasse. Referenzmasse ist bei uns dann Neutralleiter bzw. PE, hier der PE, unser Fußboden, gegen welcher unserer Phasenprüfer ja misst. Und hier setzen wir jetzt mal an als CE 10 Picofarad. Also C12, das ist CE und das war unser RE. Hier an der Stelle messen wir jetzt mit unserem Phasenprüfer. So. Und natürlich ist das die Spannung, die uns interessiert. Die sollte theoretisch bei 0 Volt liegen, aber wir nennen sie jetzt natürlich U-Störspannung, weil sie ungewollt ist, beziehungsweise durch das obere System in das zweite System einkoppelt. Also, unsere Gleichung U-Stör zu U1, Stör zu U1 ist gleich. So, jetzt müssen wir einfach alles eintragen. Das ist J2 Pi 50 Hertz. Mal 100 Picofarad, mal 10 Megaohm, geteilt durch 1 plus J2 Pi 50 Hertz, 10 Picofarad mal 10 Megaohm, okay, wird nur größer, plus 10 Megaohm mal 2 Pi 50 Hertz mal 100 Picohm. 100 Picofarad. So. Taschenrechner auf komplexe Rechnung stellen, versuchen alles fehlerfrei einzutippen. Dann erhalten wir als Lösung 0,097 plus J 0, 2,8 als Wert für das Spannungstalerverhältnis U-Stör zu U1. So, unser Phasenprüfer, der macht sich nichts aus komplexen Größen, deshalb schauen wir uns den Betrag der Störspannung an. Also daraus folgt der Betrag U-Stör zu U1 Betrag. Und wenn wir das berechnen, halten wir 0,29. 0,297 als Übersetzungsverhältnis. Und jetzt müssen wir einfach noch berechnen, wie groß ist U-Stör mit Hilfe unserer U1. Also dann haben wir U-Stör ist gleich 0,297 mal, jetzt die U1 wandert hier rüber, U1 unsere 230 Volt RMS, 230 Volt, und wir erhalten dann als Spannung an unserer Leitung ungewünscht 96 Volt. So. Das ist ein realistischer Wert, den Sie messen können mit einem Multimeter an dieser Stelle gegenüber dem PE oder dem Neutralleiter. Versuchen Sie es selber einmal, wenn Sie zu Hause die Lampe aufhängen. Würden Sie sich trauen, hier hinzufassen, also an die Leitung, bei der Ihr Phasenprüfer leicht glimmt? Klar, rein reflexartig würde ich sagen, keinesfalls oder machen wir nicht. Dazu sind diese Phasenprüfer an. Und es ist auch Gott sei Dank so, dass der Phasenprüfer lieber was anzeigt und es ist was da, als dass er nichts anzeigt. Ja. Aber legen Sie mal ganz kurz selber bis zur nächsten Folie, was wird passieren, wenn Sie ranfassen? Eine Fangfrage. Keinesfalls fassen wir natürlich irgendwo hin, an dem ein Messgerät sagt, es könnte eine Spannung anliegen. Wir wissen nicht, wie groß ist die Spannung, wird sie uns gefährlich und so weiter. Das heißt, wir müssen jetzt weitergehen. Wir sehen eine Spannung, unsere Störspannung im Bereich um die 100 Volt, aber hinfassen bitte erstmal nicht. Was Sie machen können, ist jetzt nachmessen mit dem Multimeter. Wie groß ist denn wirklich die Spannung? Kann sie mir gefährlich werden? Im zweiten Schritt können Sie hingehen und können, wenn Sie sicher sind, es handelt sich um eine kapazitive Kopplung, können Sie einfach kurzschließen. Wenn Sie kurzschließen, also den Leiter L auf N bringen oder auf PE, die Sicherung ist natürlich nach wie vor deaktiviert, dann
verschieben wir ja die ganzen Parameter hier. Ja? Das heißt, unser RI wird winzigst klein bei einem Kurzschluss. Dementsprechend wird die Störspannung sofort zusammenbrechen auf 0 Volt. Das heißt, dann können wir ganz sicher auf eine kapazitive Kopplung Rückschluss ziehen. Die zweite Möglichkeit und jetzt die eigentliche Antwort auf die Frage, nein, wenn Sie hinfassen, dürfte normalerweise nichts passieren, weil wir die Parameter mit unserem Körper, mit unserem Körperwiderstand, unsere Körperkapazität derart verschieben. Das heißt, wir werden normalerweise deutlich kleiner im Widerstand. Die Kapazität unseres Körpers ist meist deutlich größer als diese 10 Picofarad. Das heißt, die Störspannung wird sofort zusammenbrechen. Aber kritische Sache, weil wir wissen nicht, ist die Sicherung wirklich draußen, wer kann dafür schon die Hand ins Feuer legen. Also machen Sie es bitte, bitte nicht und überzeugen Sie sich zuerst, ob alle Sicherheitsvorschriften oder Vorkehrungen eingehalten wurden und dann schließen Sie die Lampe in Ruhe an. Die induktive Kopplung arbeitet analog dem Trafo-Prinzip oder einem Generator. Schauen wir uns die Grundprinzipien nochmal an. Wir haben eine Leiterschleife im Raum und diese Leiterschleife, die wird jetzt durchsetzt durch ein magnetisches Feld B oder H. Ist ein bisschen ungeschickt gezeichnet. Die Leiterschleife sollte eigentlich ein bisschen im Raum schweben. Dann haben wir hier unsere Störspannung oder ja, nennen wir es U-Störung, welche generiert wird. Beim Trafo wäre es die. Ja, oder beim Generator wäre es die generierte Spannung. Also hier haben wir B, Magnetflussdichte, H oder Zusammenhang mit der Fläche, unseren Fluss Phi. Und wir wissen ganz generell, die induzierte Spannung oder Störspannung hier ist proportional zu d Phi nach dt. Das heißt, es muss sich etwas ändern. Entweder die Leiterschleife bewegt sich, das heißt die Anzahl an Feldlinien, welche geschnitten werden, oder unser magnetisches Feld bewegt sich, wir brauchen entsprechend ein dΦ nach dt. In unserer EMV-Situation sieht es ein bisschen anders aus, vielleicht etwas realistischer, stellen Sie vor, wir haben eine große Versorgungsleitung einer elektrischen Maschine zum Beispiel. Und die elektrische Maschine, die versorgt jetzt eine Motoranwendung und wir lassen einen ziemlich hohen Strom fließen und vielleicht sogar einen Stromrippel von Delta I gleich 50 Ampere. Parallel zu dieser Leitung fließt oder läuft jetzt eine Sensorleitung. Nicht unüblich für elektrische Maschinen, zum Beispiel die Resolver-Signale oder Temperatursignale der Maschine. Resolver sind die Lagegeber, wo sich der Rotor befindet. Die spannende Frage ist jetzt, welche Störspannung wird hier eingekoppelt? U-Stör und jetzt nicht aufgrund der kapazitiven Kopplung wie vorher über die Stör- oder die Streukapazität, sondern wir wissen, jeder Strom erzeugt ein magnetisches Feld. Und dieses magnetische Feld, klar, Strom kommt von oben, generiert jetzt hier rings um seinen Leiter ein magnetisches Feld H und damit in dieser Fläche übers dΦ nach dt. Wir haben ja eindeutig ein dΦ nach dt. Der Strom hat einen Ripple, das heißt, das Magnetfeld hat eine variable Größe und wir induzieren jetzt hier eine Störspannung. Elektrotechnisch lässt sich das, wenn ich die Werte weiß, einfacher in einem Ersatzschaltbild darstellen, indem ich hier die Koppelinduktivität M12 definiere. Der Koppelinduktivität kann ich dann analog einer normalen Induktivität rechnen. Das heißt, ich habe die Spannung über der Induktivität als UL mal DI nach dt. Und genau gleich kann ich es hier machen mit meiner Störnengröße, mit meiner koppelnden Induktivität und ich kann sagen, U-Stör ist gleich M12 mal DI nach dt. Funktioniert auch recht schön in LT-Spice, wenn Sie es versuchen möchten, dort über die Spice-Direktive K oder Punkt K und dann gibt es einen Koppelfaktor. Und danach kommt die Induktivitäten, welchen Sie zusammenkoppeln möchten. Rechnen wir
kurz ein Beispiel. Wir sagen hier oben, unser Strom I im Motor über Zeit gesehen hat ein Delta I, also ein Stromrippel von 50 Ampere pro 10 Mikrosekunden. Das ist nichts Ungewöhnliches für eine große elektrische Maschine. Wir haben gemeinsame Leitungslänge, gemeinsame Länge von 2 Meter und schätzen dann unsere Kopplung 112 auf 1 Mikrohenry ab. Dann erhalten wir als Störspannung, wo Stör ist gleich 1 Mikrohenry mal die 50 Ampere je 10 Mikrosekunden ergibt eine Störspannung von 5 Volt. Vermutlich ist diese induzierte Störspannung tödlich für Resolversignale. Der Wert wird nicht mehr ordentlich angezeigt. Das heißt, was wir machen müssen, ist diese Kopplung reduzieren oder diese Seite so störfest machen, dass sie mit diesem Offset von 5 Volt klarkommen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Kopplung zu reduzieren. Ich denke, die naheliegendste, die uns mit Sicherheit auch direkt einfällt, ist, wir erhöhen einfach den Abstand. Also Abhilfe, Abstand, Abstand erhöhen, daraus folgt natürlich die Kopplung M12 geht runter und damit einher linear das Störpotenzial runter. Das könnten wir tun. Dann könnten wir natürlich schirmen, das haben wir vorher übrigens vergessen, bei der kapazitiven Kopplung aufzuschreiben. Ich kann Schirm einbringen. Schirmung. Allerdings ist die Schirmung von magnetischen Feldlinien sehr kompliziert, insbesondere für niederfrequente Magnetfelder. Die Ursache ist, nicht alle Materialien sind permeabel und führen denn die magnetischen Feldlinien. Magnetische Feldlinien lassen sich sozusagen nicht schirmen, sondern ich führe sie an meinen kritischen Objekten vorbei. Das heißt, ich biete ihnen einen Pfad an, welcher energetisch günstiger ist. Und ich zeige Ihnen das mal ein. Was man machen könnte, ist hier ein hochpermeables Material einbringen. Also eine einfache Schirmung reicht nicht aus. Es ist permeabel, können Sie es auch sehen? Permeables Material, also ist μr größer, größer 1, schreibe ich einfach mal dazu. Kurz runter. Und was dann passiert, ist die Feldlinien, die schließen sich dann nicht mehr über unsere aufgespannte Fläche, sondern die werden jetzt geführt in diesem Material. Und hier bin ich dann nahezu feldfrei. Also Schirmung mit, ich schreibe es extra dazu, mit μr größer 1. Dann wissen wir, die induzierte Spannung hängt von, klar von der Kopplung ab, Abstand erhöhen, aber auch vorher gesehen von dΦ nach dt. Jetzt Phi ist ja die Fläche mal die, magnetische Flussdichte. Die Flussdichte habe ich keinen Einfluss, aber ich kann die Fläche reduzieren. Hier ist die Fläche A. Also Schleifenfläche reduzieren. Schleifenfläche reduzieren, genau. Dann je nachdem, ob ich es machen kann oder nicht, auch hier könnte ich wieder ein niederarmiges System anwenden, indem ich sage, ich schließe hier einfach die Störung. Kurz, klar, es würde den Strom fließen, aber je nachdem, was ich für ein System habe, hängt natürlich ab, ob ich es machen darf. Aber wäre auch eine Möglichkeit. Gut, was können wir noch tun? Wenn es denn unbedingt so sein muss, die Leitung dann wenigstens orthogonal führen, also senkrecht zueinander, so dass ich wenigstens wenig Fläche aufspanne, also orthogonale, orthogonale Leitungsführung,
So ist richtig, orthogonale Leitungsführung könnte man machen. Diese Maßnahme wäre insbesondere auf PCBs hilfreich. Also wenn Sie auf Ihrer Leiterkarte Signalrouting oder Ihre Signale routen, dann idealerweise nicht parallel laufen, sondern versuchen lieber Abstand zu halten zu kritischen Leitungen. Und wenn Sie da drüber müssen, dann sofort drüber im rechten Winkel und dann weiterfahren. Nicht keinesfalls parallel. Gut, dann, was man natürlich auch machen kann, die Störquelle oder beziehungsweise versuchen, die Quelle zu reduzieren, also den Motorcontroller irgendwie versuchen zu überreden, dass der Störstrom kleiner wird, als es die I nach T entsprechend gedrückt wird. In meisten Fällen kriegen wir das natürlich nicht hin, ist funktional vorgegeben und wir müssen uns auf die Maßnahmen reduzieren, welche wir gerade hergeleitet haben. Schauen wir uns noch ein zweites Beispiel zur induktiven Kopplung an, anhand eines Blitzeinschlages. Also unser Blitz, Impuls, wir haben irgendwo ein Gewitter, die Wolke, der Blitz steigt auf die Erde herab und es bildet sich ein leitfähiger Entladungskanal aus und unser Blitzstrom, der soll betragen 100 Kiloampere. Kiloampere und Blitzströme sind extrem schnell. Wir haben einen DI-Blitz nach DT von, jetzt muss ich gucken, DI-Blitz nach DT von 100 Kiloampere je Mikrosekunde. Also 100 Kiloampere je Mikrosekunde. Gut, was wir jetzt messen wollen oder bewerten wollen, ist, wir haben in 100 Meter Entfernung, also im Abstand, Radius R, 100 Meter, eine Elektronik, eine Leiter, eine Leiterschleife. Und diese Leiterschleife, die ist jetzt auf einem Printed Circuit Board aufgebracht, also klassische 100 mal 160 Leiterkarte. Und wir haben Abmessungen, jetzt machen wir es einfach, 10 cm, 10 cm. Eine rechteckige oder quadratische Leiterschleife. Und die Spannung, die Frage ist jetzt, was wird hier eine induzierte Spannung generiert in der Leiterschleife unseres PCBs? Gut. Was wir als erstes rechnen müssen, ist natürlich, welche Feldstärken H, B und magnetische Fluss Phi herrscht jetzt in unserer Leitenschleife. Weil wir wissen, die induzierte Spannung ist ja d Phi nach dt. Magnetische Feldstärke H in 100 Meter Abstand lässt sich ganz einfach rechnen, weil wir wissen, I ist ja I geteilt durch 2 Pi R. Daraus folgt H von 100 Meter ist gleich 100 Kiloampere geteilt durch 2 Pi mal jetzt diese 100 Meter Abstand, dann erhalten wir einen Wert von 160 Ampere pro Meter. Das ist unsere magnetische Feldstärke. Als nächstes gehen wir jetzt weiter und berechnen unsere magnetische Flussdichte B. B ist gleich μ mal H. Wir sind im freien Raum, das heißt, wir können direkt schreiben μ0 mal H. Μ0 ist Naturkonstante, das ist 4 Pi 10 hoch minus, ich glaube, 7, genau. Voltsekunde pro Ampere mal Meter. Und wir müssen noch die 160, genau, Ampere pro Meter hinzunehmen. Sehen wir, Ampere kürzt sich raus wie ein Voltsekunde pro Meter Quadrat oder entsprechend einen Wert von 200. Bekannter ist die Einheit Tesla. Gut, als nächstes brauchen wir, das ist die magnetische Flussdichte. Ich schreibe es noch dazu. Also B, magnetische Flussdichte. Gut, als nächstes, wir wollen ja zu Phi nach dt, brauchen wir unseren magnetischen Fluss Phi. Phi ist gleich B mal A. Können wir dann einfach berechnen. Wir haben eine Fläche A von 0,1 Meter mal 0,1 Meter und wir erhalten dann einen Fluss Phi von
Also B 200 Tesla mal, was hatten wir, 0,1 Meter mal 0,1 Meter. Wir sehen Voltsekunden, hier hat sich das, ich mache es nochmal. Ampere kürzt sich raus, es steht Voltsekunden Meter Quadrat, ich mache hier nochmal zu, Voltsekunden pro Meter Quadrat. Der Fluss Phi, hier kommt noch die Fläche Quadratmeter hinzu, das heißt, es kürzt sich raus und übrig bleibt Volt in Sekunden. Das heißt, unser Fluss Phi ergibt sich dann zu 2 Mikrovolt Sekunden. Und jetzt sehen wir, Einheiten passt auch. Induzierte Spannung, die Ableitung des Flusses, mit der Ableitung kürzt sich nachher die Zeit S raus und es bleibt ein Wert von in Sekunden. So, jetzt U induziert, da wollten wir eigentlich hin in 100 Meter Abstand, ist dann gleich dΦ nach dt, also dΦ 2 Mikrovolt Sekunden in einer Mikrosekunde. Das heißt, wir koppeln eine Spannung ein von 2 Volt, schreib's hier oben nochmal hin, von 2 Volt in 100 Meter Abstand. Und Sie, wenn wir jetzt mal überlegen, der Wert, der passt auch überschlagsmäßig, wenn wir unsere Radiogeräte, wir hören ein Knackgeräusch bei einer Blitzentladung, da reichen natürlich Werte im Millivolt-Bereich und da sind dann Abstände von mehreren Kilometern ausreichend, um das im Radio noch wahrzunehmen. Rechnen wir spaßeshalber das alles nochmal durch. Für 10 Meter Abstand, was dann rauskommt, also U induziert 10 Meter, ist gleich, wir haben dann Faktor 10 größere magnetische Feld, größere Flussdichte und Fluss und wir erhalten dann Faktor 10 mehr. Das heißt, unsere Schleife wird dann schon 20 Volt an Spannung induziert. Und Sie sehen, 20 Volt an der Stelle in der Elektronik, wo wir sie nicht haben wollen, sind entsprechend kritisch. Auf der anderen Seite, wer möchte schon mit egal welchem Gerät in 10 Meter Abstand zu einem Blitzeinschlag sich aufhalten? Beides keine gute Idee. Eine bekannte positive technische Anwendung der induktiven Kopplung stellt die sogenannte Rogowski-Spule dar. Die Rogowski-Spule wird immer dann eingesetzt, wenn relativ wenig Platz ist, eine Stromzange zu integrieren. Wir sehen hier dargestellt, wie eine Rogowski-Spule um einen Leiter angebracht wird. Die Rogowski-Spule hat einen Nachteil. Und diesen Nachteil können wir auch hier schon sehen. Es gibt keine induzierte Spannung, wenn sich keine Flussänderung ergibt. Das heißt, die Rogowski-Spule ist auf eine Wechselgröße angewiesen und kann keine Gleichströme messen. Kommen wir zur Strahlungskopplung. Die Strahlungskopplung lässt sich leider nicht so schön anschaulich formulieren und darstellen wie die kapazitive und induktive Kopplung. Gehen wir davon aus, eine elektromagnetische Welle befindet sich im Fernfeld, im freien Raum. Das heißt, die elektrische und magnetischen Größen sind senkrecht zueinander. Dann trifft diese elektromagnetische Welle jetzt auf ein Empfangssystem, was natürlich auch jedes andere, eine Leitungsverbindung sein kann, Ihre Leiterkarte und so weiter, wird dort wieder eine Spannung induziert. Sozusagen die elektromagnetische Größe wird umgewandelt in eine Spannung. Wie sich die Welle ausbreitet und wie groß die Kopplung ist, hängt von vielen Faktoren ab. Bin ich wirklich im Fernfeld meiner Antenne? Wie trifft die Welle auf mein System? Wie gut kann mein System solche elektromagnetischen Wellen aufnehmen und umwandeln? Bei der Antennentheorie ist die Sachlage eindeutiger. Man spricht dort von einem Antennengewinn, also wie der Ausdruck, wie viel nimmt die Antenne an elektrische Energie aus dem Feld auf der sie eintreffenden Welle auf und wandelt sie nachher um in elektrische Energie. Aber bei einem Stück Kabel relativ schwierig. Hier dargestellt ist jetzt das generierte Feld
einer bikonischen Antenne, wie sie in vielen Laboren anzutreffen ist, im 1 Meter Abstand zu einer einfachen Kabelbaumanordnung. Wir werden auf der nächsten Folie gleich sehen, wie sich beide Systeme gegenseitig beeinflussen. Beide Grafiken zeigen die visualisierten elektromagnetischen Feldstärken, welche von einem Kabelbaum ausgehen, der auf einem Messtisch positioniert wurde. Auf der linken Seite sehen wir die Emission bei 100 MHz, allerdings ohne Antenne, welche in 1 Meter Abstand positioniert wurde. Vergleichen Sie jetzt das Bild links mit dem Bild rechts. Rechts wurde eine Antenne hinzugefügt. Und wir sehen mit bloßem Auge oder ohne uns anzustrengen, die Antenne oder die bloße Anwesenheit der Antenne verändert die Emission unseres Kabelbaums. Wir sprechen dann vom sogenannten Nahfeld, in dem sich die Antenne zu unserem Kabelbaum befindet. Der Übergang zwischen Nahfeld und Fernfeld ist stark abhängig vom Antennentyp, den wir verwenden, ist abhängig von unserer Geometrie, vom Kabelbaum, von der abstrahlenden Geometrie, ist abhängig von der Frequenz. Typischerweise sprechen wir von Fernfeldbedingungen, sobald wir in einem Bereich sind, der Lambda-Zehntel der Wellenlänge entspricht. Allerdings, wie gesagt, stark abhängig vom Aufbau, von einem Antennentyp und so weiter. Das heißt, es ist extrem schwierig zu sagen, welche elektromagnetischen Wellenzüge vorhanden sind. Bin ich im Fernfeld, bei dem die kapazitive und induktive Kopplung vielleicht dominieren, beziehungsweise ein Parameter davon, oder bin ich sogar schon im Fernfeld und kann mit einer Ausbreitung der transversal elektromagnetischen Welle rechnen. Fassen wir unsere bisherigen Ergebnisse zu den Koppelmechanismen kurz zusammen. Koppelmechanismen stellen die Übertragungspfade für die Störgrößen zwischen zwei Systemen oder zwischen zwei funktionalen Blöcken dar. Wir unterscheiden prinzipiell vier Koppelmechanismen: galvanische Kopplung, kapazitive Kopplung, induktive Kopplung und die sogenannte Strahlungskopplung. Je höher die Frequenz, von der wir ausgehen, also unser System, Störgrößen generiert, desto wahrscheinlicher wird die Strahlungskopplung. Eine elektromagnetische Welle kann sich lösen von unseren Leitungen zum Beispiel und trifft auf andere Leitungen innerhalb des Systems oder entweicht nach außen. Schauen wir uns zum Abschluss noch einmal das Ladegerät an, welches wir bereits zu Beginn der Vorlesung bewertet haben hinsichtlich der Koppelmechanismen. Welches Koppelmechanismus liegt denn nun eigentlich vor? Für die Bewertung der galvanischen Kopplung bräuchten wir einen Schaltplan, um wirklich bewerten zu können, welche Leitungen teilen sich gemeinsame Leitungen. Induktive Kopplung liegt ja immer dann vor, wenn ein hoher Stromfluss vorhanden ist mit hohen Frequenzanteilen. Das heißt, klassische Kandidaten für induktive Kopplung sind die Eingangsbeschaltung, hoher Eingangsstrom und die Ausgangsbeschaltung mit dem hohen Ausgangsstrom, den Ladestrom für die Batterie. Kapazitive Kopplung ist nur ausreichend, eine Spannung zu haben, eine Potentialdifferenz zwischen zwei Systemen mit entsprechendem Wechselanteil, also hochfrequenten Anteil. Das heißt, wir müssen jetzt nach Leitungen Ausschau halten, welche eine hohe Spannung tragen mit entsprechendem Wechselanteil. Strahlungskopplung, hier suchen wir nach hochfrequenten Signalen. Wir werden später feststellen oder Bedingungen festlegen, ab wann sich eine elektromagnetische Welle lösen kann von einer Leitung. Zum jetzigen Zeitpunkt suchen wir erstmal Leitungen, auf denen ein sehr hochfrequenter Strom fließt, also im Bereich von mehreren Megahertz, mehreren 10 Megahertz bis in Gigahertz-Bereich. Dort können wir dann ausgehen, es könnte sich um eine Strahlungskopplung handeln.